Hallo an alle Interessierten da draußen. Schön, dass ihr hergefunden habt oder schön, dass ihr wieder da seid. Ich heiße euch herzlich zur ersten Ausgabe von Headlines Deadlines willkommen. Hier möchte ich euch leicht satirisch meine Meldungen der Woche präsentieren. Falls euch eines der Themen interessiert, könnt ihr auf Wunsch diesen auch tiefer auf den Grund gehen, aber keine Sorge, ich bleibe bei meinen Leisten. Die klassischen M-Files-Beiträge wird es auch weiterhin geben. Für die erste Ausgabe habe ich die meisten Themen bei Brights Blog gefunden. Vielen Dank an dieser Stelle. Den Weg zu seinem Blog findet ihr, wie die Quellen auch, in der Videobeschreibung. Scharfe Kritik an der Luca-App nach Zeugensuche der Polizei. Nachdem die Mainzer Polizei Daten aus der Luca-App zur Zeugensuche in einem Fall missbraucht hatte, hagelt es erneut scharfe Kritik an der Tracking-App. Nun raten unter anderem Vertreter der grün-gelben Regierungsparteien dazu, diese mausetote Applikation zu deinstallieren. Wie gut, dass uns dieses wichtige Programm bisher nur ca. 21 Millionen Euro an Steuergeld gekostet hat. Aber Hauptsache, es finden Diskussionen in den sozialen Netzwerken darüber statt, wer die Kosten für Ungeimpfte bei einer Behandlung bezahlt. Aber da war noch was, eine passende Meldung, wie ich finde. Kann das die Luca-App retten? Digitaler Personalausweis angekündigt. Also eine App, die von den Sicherheitsbehörden missbraucht wird, soll nun die Heimat des digitalen Personalausweises werden? Na, wer könnte daran dann ein Interesse haben? Juristen untersuchen Umgang mit Missbrauch in Erzdiözese. Erzbistum München. Ein Gutachten mit Sprengkraft bis nach Rom. Gerade hat das neue Jahr begonnen und schon werden die kirchlichen Nachrichten wieder vom Thema Missbrauch bestimmt. Denn wenn das Münchner Missbrauchsgutachten veröffentlicht wird, geht es auch um Josef Ratzinger. Im Kern geht es um den Pfaffen Peter H. Er drückte bereits in den 80er Jahren seine Nächstenliebe 29 Mal auf seine sehr eigene Weise aus. Trotz einer Bewährungsstrafe wurde er bis 2010 noch auf Gemeinden losgelassen. Nun lebt er unter kirchlicher Aufsicht in Essen. Ratzinger wird vorgeworfen, dass er von den Vergehen wusste, aber zu spät tätig geworden ist. Da bekommt Liebe deinen Nächsten wie dich selbst doch gleich eine ganz neue Dimension. Luisa Neubauer, Christentum und Klimaschutz sind aneinander geknüpft. Es sind Institutionen mit einer großen Tragweite, die diese Stimmen nutzen müssen. So Neubauer gegenüber der Bistumswelle. Die Kirchen würden über Kapitalanlagen von der Ausbeutung der fossilen Energieträger profitieren. Nicht zu guter Letzt sollten im besten Fall die Kirchen in diesem Land auch der Ort sein, wo Menschen Kraft und Hoffnung schöpfen können. Sich dann der Klimakrise entgegenzustellen, sagte die Aktivistin weiterhin. Liebe Luisa, angesichts der Demografie glaube ich, du hast das Zielpublikum verfehlt. Die Leistungsträger unserer Gesellschaft können es sich nicht erlauben, ihre Arbeit mir nichts, dir nichts niederzulegen, um ihren Unmut kundzutun. Mein Eindruck nach gehen diese im Moment viel spazieren. Was mich angeht, Kraft und Hoffnung brauche ich bei jeder Nebenkostenabrechnung als auch an der Tankstelle. Stell dir vor, ich fahre ein Auto aus dem Jahre 2005. Könnte es daran liegen, dass mich die gestiegenen Energiekosten daran hindern, umzusteigen? Bundesservice Telekommunikation. Karteileiche, Geheimdienst, Hackerin entdeckt zufällig eine mysteriöse Behörde und niemand will sich dazu äußern. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So auch den Bundesservice Telekommunikation. Laut Stern entdeckte die Sicherheitsforscherin Lilith Wittmann zufällig diesen Bundesservice. Interessant hierbei ist, dass nach der Entdeckung die Webseite verschwand. Die Selbstbeschreibung auf der verschwundenen Webseite lautete wie folgt: Die Behörde ist Dienstleister des Bundes. Sie nimmt verschiedene Aufgaben ausschließlich für die Bundesministerien und ihre Geschäftsbereiche wahr. Dazu gehören Fachaufgaben, Querschnitts- und Unterstützungsaufgaben sowie Modernisierungshilfe.
Dieser Umstand machte auch die Bundestagsabgeordnete Heidi Reichneck neugierig. Sie wurde lapidar darüber in Kenntnis gesetzt, dass es für die letzten 5 Jahre kein Budget für diese Behörde gab. Weitere Nachfragen bei Frag den Staat und dem Bundesinnenministerium blieben unbeantwortet. Ich frage mich jetzt, wie man dann Miete für das Objekt bezahlen konnte, in dem dieser Bundesservice residierte, wenn es doch kein Budget gab. Frau Wittmann geht davon aus, dass es sich hierbei um eine Tarnbehörde handelte. Bei einem ähnlichen Fall aus dem Jahre 2006 kam nach langem Hin und Her ans Tageslicht, dass es eine Außenstelle des Bundesnachrichtendienst war. Aber hey, bitte gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen. Wobei halt, spazieren gehen ist auch nicht so gern gesehen dieser Tage. Verschwörungstheorien kursieren auf Telegram. Eva Herrmann preist Wundermittel gegen Corona an. Dabei verletzt es den Körper. Im Kampf gegen Viren und andere Erreger ist Hygiene und Reinlichkeit wichtig. Chlorbleiche ist da eine saubere Sache, könnte man meinen. Die ehemalige Frontfrau der Tagesschau Eva Herrmann scheint es wohl für heilsam zu halten, dieses Allheilmittel einzunehmen. Das auch als MMS bekannte Schlangenöl ist ätzend, ebenso wie Menschen, die die Hoffnungslosigkeit anderer ausnutzen, um damit Kasse zu machen. Dass Frau Herrmann damit auf Telegram hausieren geht, hilft unseren Regierenden doch nur dabei, den Dienst in den Augen der Öffentlichkeit weiter zu diskreditieren. Spanien. Geheimdienst wollte mit Anschlägen Katalonien Angst einjagen. Im Prozess vor dem Nationalen Gerichtshof sagt ein ehemaliger Kommissar aus, dass der spanische Geheimdienst tief in die Terroranschläge im Sommer 2017 in Barcelona und Cambrils verstrickt war. Er selbst spricht von der Kloake der politischen Polizei. Den sogenannten Sicherheitskräften ging es darum, den Unabhängigkeitsprozess abzuwürgen. Man hatte den Katalonen einen Schrecken einjagen wollen. Ach wie lustig, die Anschläge haben 16 Todesopfer zur Folge gehabt. Die Dienste haben von Anfang an versucht, die Ermittlungen zu unterminieren und Zeugen zu diskreditieren. Wie heißt es noch gleich, traue keiner Bombe, die du dich selbst gelegt hast. Doch es ist nicht alles Mist, wenn es auch aus Spanien ist, weiß unter anderem der Tagesspiegel zu berichten. Spanien leitet den Übergang von der Pandemie zur Endemie ein. Trotz einer Inzidenz von aktuell knapp 2000 planen die Behörden, den Coronavirus bald wie eine normale Grippe zu behandeln. Der spanische Ministerpräsident gibt zu Protokoll, wir müssen damit zu leben lernen, wie wir es auch mit anderen Viren tun. Die Sterblichkeit sei längst nicht mehr so hoch wie bei früheren Wellen. Medizinisches Novum. US-Ärzte setzen Patientin Schweineherz ein. Ein Transplantationsteam in den USA hat erstmals ein genetisch modifiziertes Schweineherz an einen menschlichen Patienten angeschlossen. Das Organ wurde einem 57-jährigen Mann mit einer lebensgefährlichen Herzkrankheit eingesetzt. Der sicher glückliche Empfänger David Brennett stand vor dem Ende seiner Existenz. Mediziner der University of Maryland pflanzten ihm erfolgreich das tierische Organ ein. Ein Meilenstein in der Medizin. Im Moment kämpft das Team darum, dass das genetisch veränderte Organ nicht abgestoßen wird. Sollte der Eingriff langfristig ein Erfolg sein, könnte es für viele Menschen neue Hoffnung bedeuten. Ich frage mich nur, welchen Preis die zukünftigen Patienten dafür bezahlen müssen, im wahrsten Sinne des Wortes. Eine weitere Frage ist, ob unsere Freunde von Peter etwas dagegen hätten. Würdet ihr euch ein tierisches Organ einpflanzen lassen, wenn es euer Leben oder das Leben eurer Liebsten rettet? Ich hoffe, dass euch das neue Format Headlines Deadlines gefällt. Lasst es mich gerne mit einem Like, einem Kommentar oder auch einem Abo wissen. Gerne könnt ihr mich auch auf Twitter verfolgen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch per Bitcoin oder Ethereum unterstützen. Alle Infos hierzu wie auch alle Quellen findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal hier bei den M-Files.